Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Aschna. Und wir sind zurück beim Spiel Das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Ich war jetzt leider eine Zeit lang weg. Ein paar von euch wissen es vielleicht, dass ich Probleme mit meinem Computer hatte. Ich wollte ihn aufrüsten, um die Grafik und alles noch besser zu machen für euch. Ja, und da jedenfalls hatte ich dann einige andere Probleme noch. Letztendlich habe ich jetzt einen völlig neuen Computer. Und kann jetzt wieder neu durchstarten. Das Problem allerdings war natürlich, dass meine ganzen Aufnahmen, die ich schon gemacht habe, alle wieder weg waren, da auch meine Festplatte leider im Eimer war und nicht mehr zu retten war. Ja, aber das soll uns jetzt gar nicht weiter stören. Endlich geht es hier wieder weiter und das freut mich und ich hoffe, euch freut es auch. So, und ich glaube, oder ich habe mich zumindest bemüht, an dieselbe Stelle zurück dorthin zu spielen, wo wir beim letzten Mal gewesen waren. Und das müsste genau diese Stelle gewesen sein. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir dabei waren, das Seidentuch vom Antiquitätenhändler zu säubern. Wir haben das Blut schon abbekommen und jetzt sind wir dabei, noch den Tintenfleck wegzukriegen. Wir haben die Säure benutzt von der Zitrone. Und jetzt müssen wir noch die Milch benutzen. Aber das geht nicht so. Da müssen wir erstmal wieder zurück und zur Küche gehen. So, und ich hoffe, wir kommen wieder gut rein hier ins Spiel. So, da muss ich hin. Milch dort hinein. In den Krug. Und den Krug bringen wir jetzt zum Kochen. Das dauert einen kleinen Moment. Da dampft es schon. Es dürfte gleich fertig sein. Ja, und an der Stelle entschuldige ich mich nochmal für die Ränder links und rechts, aber die habe ich auch hier jetzt bei dem neuen nicht wegbekommen. Aber ich glaube, so schlimm sollte das nicht sein. So, da haben wir die Milch. Kleiner Krug mit heißer Milch. Gehen wir wieder zu unserem Tisch. So, und ich glaube nicht, dass wir die Milch da einfach so rüberschütten können, oder? Geht nicht. Nee. So, es ist für mich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, als ich das gespielt habe. Es sollte zwar eigentlich ein bisschen schneller gehen, aber an manchen Stellen kann ich mich dann doch vielleicht nicht ganz so gut dran erinnern. So, jetzt haben wir den Wattepad in die heiße Milch getunkt. Der Baum des Lebens. Das muss es sein. Ja, wir sehen den Baum des Lebens. Wie wäre es damit, die fehlenden Sachen von dem Seidentuch auf die Karte zu kopieren? Ich könnte einen Stift gebrauchen und einen Flaschengeist. Ein Stift und einen Flaschengeist. Einen Stift und einen Flaschengeist. Wir haben keinen Stift. So, ich gehe mal nach draußen. Und wir reden mal mit Ali. Wir brauchen nämlich einen Stift. Kann ich mir einen Stift ausleihen? Skizzieren Sie eine Karte von dem Platz, wo der Schatz von Atlantis begraben liegt? Noch habe ich nichts zum Skizzieren. Kann ich zusehen? Bitte. Das ist so geheim, dass ich dabei meine Augen zumache. Sie erlauben sich einen Spaß mit mir. Und wir reden über den Sammler. Weißt du irgendetwas über den Sammler? Noch nicht. Aber das ist, weil ich vorsichtig sein muss. Haben wir eine Nachricht? Sind Nachrichten für mich da? Nein. Hätte jemand eine hinterlassen sollen? Ich frage nur für den Fall. Und Fragen? Hat sich jemand über mich erkundigt? Nun, meine Freunde. Irgendwelche Erwachsene? Bis jetzt keiner. Okay, danke. Dankeschön. Mach's gut. Machen Sie Ihre Augen nicht zu früh zu. Sie könnten die Treppe herunterfallen. Ja, so, wir haben einen Stift. So, jetzt brauchen wir noch unsere Karte aus dem Versteck. So, das andere lasse ich mal hier drüber. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles haben. Ich hoffe. So, das saubere Tuch. Das müssten wir dort dranhängen.
Nee, Quatsch. So etwas wertvoll. Ja, ja. Wir müssen den Spiegel mitnehmen. Den brauchen wir auch. So, und jetzt weiß ich gar nicht, wie rum das Tuch. Der Spiegel. Die Karte und wir können abzeichnen. Jetzt ist die Karte komplett. Wenn ich nur die Koordinaten der Insel hätte. Ja, die haben wir leider nicht. Zeit, den Antiquar zu besuchen. Das machen wir. So, wir nehmen alles wieder mit und ich schließe vorsichtshalber alles wieder hier ein. Man weiß ja nie. Und wir gehen zum Antiquar. Können wir mit Ali nochmal sprechen? Ja, über einen Fremden. Wie geht's dir? Gut. Es ist nur... Was ist passiert? Da war so ein Verrückter hier. Wie sah er aus? Ich sage es doch. Verrückt. Kahl. Mit einer Augenklappe. Hat er nach mir gefragt? Nein. Nach einer Sylvie LaRue. Kennen Sie sie? Ich habe von ihr gehört. Was hat er getan? Er hat mich gewarnt, jemandem zu erzählen, dass er hier war. Vielleicht ist er ein Agent. Bist du sicher, dass er weg ist? Ja. Er hat sich nur kurz umgesehen und ist dann wieder gegangen. Ein unangenehmer Typ. Okay. Der Fremde verfolgt uns. Machen Sie Ihre Augen nicht zu früh zu. Sie könnten die Treppe herunterfallen. Oh, das wollen wir doch nicht, Ali. Also wirklich. Gut, aber wir waren auf dem Weg zum Antiquar. Da am Brunnenplatz steht er. Und wir geben ihm bestimmt das Tuch erstmal zurück. Genau, das Seidentuch. Ich habe das Seidentuch gereinigt. Sie haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Es ist hübsch. Ja, und die Inschrift. Mary Celeste. Saint-Germain. Ich kenne genau den richtigen Kunden dafür. Wer ist an solchen Sachen interessiert? Ich habe ihm schon ein Stück einer Planke verkauft. Dieses Tuch ist da schon etwas mehr, oder? Es ist eine Rarität. Eine Menge Geld wert. Ein Treffen. Was ist mit mir? Ich habe eine Nachricht erhalten, dass der Sammler sich bald mit Ihnen treffen wird. Wo? Das weiß ich noch nicht genau, aber es wird passieren. Wissen Sie, ich halte auch mein Versprechen. Und wann? Vielleicht heute. Warum diese Geheimniskrämerei? Vielleicht, weil jemand herumschnüffelt und sich über Sie erkundigt. Wer denn? Ein seltsam gekleideter Mann. Karl, mit einer Augenklappe. Kennen Sie ihn? Nein. Sie haben Angst, also muss es ernst sein. Aber ich kann sehr diskret sein. Saint-Germain. Kennen Sie jemanden namens Saint-Germain? Nein. Und der Kunde, dem Sie das Tuch verkaufen wollen? Sein Name ist Wundermann. Onkel? Wie ist Ihr Onkel gestorben? Er wurde erschossen. Das ist schrecklich. In was für Zeiten leben wir nur? Er hat ein paar neue Forschungen auf Gozo angefangen und ist dadurch in etwas Ernstes hineingeraten. Wie auch immer. Ich habe das alles in meinem Buch festgehalten. Ich kann Ihnen ein Exemplar zukommen lassen. Wunderbar. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich schicke es Ihnen, sobald ich zurück bin. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ali ist nicht da. Vielleicht macht er eins der Zimmer sauber. Ja, ich glaube nicht, aber gut, wir gehen mal ins Zimmer. Ui, wir haben Besuch. Fatima ist dort. Sprechen wir mit Fatima. Sie sind es. Entschuldigung, ich habe mich nicht angemeldet. Ist schon in Ordnung. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Werde ich jetzt den Sammler sehen können? Ja und nein. Klingt mysteriös. Die Person, die Sie suchen, ist mein Mann. Wie ich schon erzählt habe, habe ich ihn verloren. Wenn es um seine Sammlung geht, kann ich in seinem Namen verhandeln. Sie haben mich reingelegt. Ich muss vorsichtig sein. Warum? Mein Mann wird vermisst. Vor Jahren suchte er nach Artefakten, die verlorene Zivilisationen hinterlassen haben. Hat er nach Atlantis gesucht? Nicht nur. Eines Tages erhielt er einen Brief mit dem Symbol eines Baumes, dem Baum des Lebens.
Dieser mythische Baum weckte sein Interesse. Ist sonst noch etwas passiert? Der Umschlag enthielt ein leeres Blatt Papier und das Symbol. Das war ein klares Zeichen. Am nächsten Tag ist mein Mann verschwunden. Bedrohung. Glauben Sie, dass Sie auch in Gefahr sind? Ja, aber ich weiß nicht, wer mich bedroht. Haben Sie geglaubt, ich könnte gefährlich sein? Es war mein Mann, der diesen Krug ausfindig gemacht hat. Ich kaufte ihn, nachdem Tarik verschwunden war. Ich befürchte, dass sich solche Nachrichten schnell verbreiten. Kann ich ihn mir ansehen? Das sollten Sie, er ist wertvoll. Der Krug hatte bereits eine eigene Geschichte, bevor er in der Kiste geendet ist, die Sie untersucht haben. Der Verkäufer behauptete, er stamme aus Kreta. Kreta? Meinen Sie die alte Zivilisation von Kreta? Mein Mann glaubte, er wäre noch älter. Dieser Krug wurde in Atlantis hergestellt. Erstaunlich. Kann ich mir davon eine Kopie machen? Wie wollen Sie das anstellen? Mit einem 3D-Scanner. Das Maritimmuseum in der Bretagne hat zum Beispiel so etwas. Vielleicht finden Sie einen, der etwas näher ist. Ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen den Krug überlassen soll. Ich denke, das Museum kann den Krug während der Dauer der Leihgabe versichern. Das ist nicht der Punkt. Ich habe so eine Ahnung, dass etwas Furchtbares passieren wird. Ich möchte nicht, dass Sie verletzt werden. Das stimmt. Etwas Verstörendes umgibt die Kiste und ihren Inhalt. Was meinen Sie? Marcel, der Restaurator, der sich um Sie gekümmert hat, hatte einen tödlichen Unfall. So etwas hatte ich befürchtet. Ja, ja. Es klingt alles nicht so schön und es dreht sich alles um diesen Baum des Lebens. Was es damit noch auf sich hat. Aber wir sprechen erstmal weiter über die Karte, die wir gefunden haben. Vielleicht geht es um die Karte, die ich im unteren Teil der Kiste versteckt gefunden habe. Was für eine Karte? Sie zeigt ein paar Inseln und auf einer ist ein riesiger Baum abgebildet. Der Baum des Lebens? Also sind wir durch dieselbe Geschichte miteinander verbunden? Es gibt noch mehr Geheimnisse. Ich wurde von Graf Saint-Germain kontaktiert. Ja, mir hat er auch geschrieben. Was halten Sie von ihm? Er ist ein Schatzjäger, genau wie mein Mann. Ein Enthusiast, vielleicht ein wenig reicher. Haben Sie keine Angst vor ihm? Nicht mehr als vor anderen. Ich versuche, vorsichtig zu sein. Und wir sprechen über den Mord. In Venedig war ich Zeuge eines Mordes an einem Mann des Grafen. Oh, haben Sie den Täter gesehen? Ein Vermummter. Er schoss einen mit Curare vergifteten Pfeil. Da sehen Sie selbst, wie vorsichtig wir sein müssen. Es gibt da noch etwas. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Fahren Sie fort. An der Stelle, wo Marcel gestorben ist, auf einer Klippe, habe ich eine Münze gefunden. Was für eine Münze? Die gleiche Münze wie an dem Tatort in Venedig. Das kann kein Zufall sein. Nein, das denke ich auch. Und wir haben ja doch noch eine dritte Münze gefunden, nicht wahr? Ich habe noch eine Münze gefunden. Mhm. Wo? Auf dem Boden. Direkt neben dem Tisch, an dem wir gesessen haben. Das ist ein Zeichen, dass eine Katastrophe kommt. Wie sieht die Münze aus? Sie trägt eine Linearschrift A aus dem alten Kreta. Auf der Rückseite ist ein Baum. Der Baum des Lebens. Wie ironisch. Am Ende ist dieses Symbol ein Omen des Todes. Ist Ihnen jemand Verdächtiges im Café aufgefallen? Nein. Aber der Killer muss uns einkreisen. Er könnte hier einfach Kaffee getrunken haben. Das ändert unsere Situation nicht. Sind wir hier sicher? Das hoffe ich. Soll ich die Tür verschließen? Mehr über die Karte. Wissen Sie mehr über die Karte? Mein Mann hat nach der Karte aus der Kiste gesucht. Aber ich erinnere mich daran, dass er gesagt hat, wir müssten nach Gibraltar, um sie zu kriegen. Die Kiste wurde bei einer Auktion gekauft. Ich weiß nicht, wo der vorherige Eigentümer herkam, aber er kam nicht von hier. Sagt Ihnen der Name Briggs etwas? Natürlich. Er war der Kapitän der Mary Celeste. Er besaß die Kiste einige Zeit. Jetzt erinnere ich mich. Ein Nachkomme der Person, die den Tod des Kapitäns mit angesehen hat, lebt dort. Und dort muss die andere Karte sein. Die andere Karte? Mit den Koordinaten? Ja, mit den Koordinaten. Werden Sie dorthin gehen? Natürlich! Ich würde Sie gerne begleiten, aber ich habe einfach Angst. Wie finde ich die Person? Es mag sich verrückt anhören, aber mein Mann meinte, die Suche müsse am Friedhof beginnen. Das klingt tatsächlich mysteriös. Das ist alles, was ich darüber weiß. Können Sie nach unten kommen? Da ist eine Nachricht für Sie. Können Sie eine Sekunde warten? Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe noch einen Termin. Verschieben wir es auf morgen. Hallo?
Bitte kommen Sie runter! Ich bitte Sie, ich bin gleich wieder da. Gut. Okay, das war ein etwas längeres Gespräch mit Fatima. Und ja, wir haben jetzt quasi schon einen Hinweis erhalten, was wir als nächstes tun sollen. Und zwar müssen wir einen Nachfahren des Kapitän Briggs finden. Und unsere Suche beginnt irgendwie am Friedhof oder hat etwas mit einem Friedhof zu tun. Es ist alles noch ganz schön mysteriös und es dreht sich, wie gesagt, alles um den Baum des Lebens, der auch diese hier auf unseren... Diese unbezahlbaren Münzen hat sicher der Täter hinterlassen. ...auf unseren Goldmünzen drauf sind. Ja. Ich meine jetzt nicht mehr umdrehen, weil hier sieht man das noch, der Baum. Ja, und die Münzen sind ganz schön unheilbringend. Jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, haben wir diese Münze entdeckt. Gut, aber wir gehen mal zu Ali. Was hat er denn so Wichtiges? Ali, was ist los? Nachricht. Was gibt's? Was für eine Nachricht? Der Kamelhändler hat was Wichtiges für Sie. Der bei der Zitadelle? Natürlich. Haben Sie noch mit anderen gesprochen? Mein Gast wird in meinem Zimmer bleiben, bis ich zurückkomme. Soll ich ihr etwas bringen? Das ist nicht nötig. Rückkehr der Eltern. Ali, wann kommen deine Eltern? Wann kommen deine Eltern zurück? Morgen. Sie bleiben über Nacht bei Verwandten. Hat sich jemand über mich erkundigt? Ein Fremder? Jemand, den du nicht kennst? Nein. Haben Sie Angst? Natürlich nicht. Es ist hier sicher, nicht? Klar. Wenn etwas passiert, kann ich die Nachbarn rufen. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, aber schließ die Tür ab. Nur für alle Fälle. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mach's gut. Sie auch. Dieser Junge hebt meine Stimmung. Ich sollte mich beeilen, zu dem Platz zu kommen. Okay, wir sollten uns beeilen. Dann tun wir das doch. Schnell zum Platz, zum Kamelhändler, was auch immer er von uns möchte. Da ist er. Milch? Fertig. Danke für den Topf. Also, das haben Sie fabelhaft gemacht. Den Topf müssen wir ja noch abgeben, stimmt ja. Den etwas ganz vergessen. Fabelhaft machen ist eine Spezialität von mir. Wenn ich eine Frau wie Sie hätte... Eine zweite? Dann könnte ich frische Kamelmilch an Ausländer verkaufen. Niemals. Wäre Ihr Vater nicht einverstanden? Ich bin erwachsen. Das hat damit nichts zu tun. Ich mache nur Spaß. Ich habe einen Fernseher in meinem Zelt. Ich weiß, wie das in Europa gemacht wird. Würden Sie mit mir zu Abend essen? Danke, aber ich bin heute Abend beschäftigt. Nachricht. Ali hat mir erzählt, dass Sie etwas für mich haben. Ich bin nicht sicher, ob es für Sie ist. Wie bitte? Wie heißen Sie? Ist das wichtig? In diesem Fall schon. Ja, es ist wichtig und wir nennen ihn mal unseren wahren Namen, Sylvie Leroux. Sylvie Leroux. Könnte ich meine Peitsche wieder haben? Hier, bitte. Ich brauche sie nicht. Hier sind Ihre Papiere. Ah, ja. Wo haben Sie sie her? Die Papiere, die wir verloren haben. Mein Schwager arbeitet am Flughafen. Ist alles da? Ja, danke schön. Danke, wir haben unsere Papiere wieder. Tschüss. Tschüss. Schauen Sie mal wieder rein. Oh, ja. Ein netter Mann, dieser Händler. Ein netter Mann. So, und wir müssen aber ganz flink wieder zurück zu Ali bzw. zu Fatima. Und da ist er, der Verfolger. Okay, aber wir erkundigen uns erstmal über Fatima. Ist alles in Ordnung? Ja, aber die Dame ist gegangen. Schade. Wie lange ist das her? Nicht so lange. Abschied. Ich denke, ich werde morgen abreisen. Wirklich? Ich kann nicht mitkommen, solange meine Eltern nicht wieder da sind. Du solltest hierbleiben, auf deinem Posten. Wenn sie wiederkommen, schauen sie dann rein und erzählen mir, wie es war? Sicher, wenn ich etwas finde. Das werden sie. Ich sehe es ihnen an. Bezahlung. Wie du weißt, habe ich kein Geld oder Kreditkarten. Ich werde meine Freunde anrufen und sie bitten, das Geld zu überweisen. Das brauchen sie nicht. Es hat Spaß gemacht. Zu schade, dass sie nicht meine Konsole ausprobiert haben. Das Geld würde dir sicher gelegen kommen. Das ist das erste Mal, dass ich die Pension allein geleitet habe. Es ist ein Sonderangebot. Du hast das sehr gut gemacht.
Waren Sie zufrieden? Sehr. Sie sind hier immer willkommen. Danke, Ali. Das war sehr nett. Dankbarkeit. Ich habe dir als Dank ein paar Kekse mitgebracht. Ah, nett. Meine Schwester nennt mich immer Krümelmonster. Ich schätze, es ist Schlafenszeit, oder? Sollten wir die Tür abschließen? Wir haben keine Angst. Aber lass es uns machen, nur für den Fall. Gut, Ende. Auf Wiedersehen. Bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Das war ein anstrengender Tag. Endlich ein paar Stunden wohlverdienter Ruhe. Gut, das heißt so, wir gehen wieder in unser Zimmer. Wachen Sie auf! Fatima ist tot! Was? Was sagen Sie da? Ermordet. Und wir sind die Nächsten. Eieiei. Das Warum? Hört sich nicht gut an. Wir müssen fliehen. Segeln Sie mit mir. Ich habe eine Yacht in Alexandria. Wohin? Rüber nach Gibraltar. Okay. Sie brachte uns auf die richtige Fährte. Ich glaube, er kam zu ihr. Woher weißt du, wohin er gesegelt ist? Das ist offensichtlich. Dann ist er so gut wie tot. Hier sind wir sicher, auf offenem Meer. Was ist in Kairo passiert? Das müssen dieselben Leute gewesen sein. Wie haben Sie mich gefunden, Graf? Der Antiquar hat mir verraten, wo Sie waren. Dann habe ich ein Treffen mit Fatima arrangiert. Es tut mir so leid wegen ihr. Wir hatten so viel gemeinsam. Diese ganzen Morde. Warum passieren so viele schlimme Dinge um mich herum? Leute sterben. Aber was kann ich dagegen tun? Ich habe hier eine Pistole. Ich fühle mich selbst bedroht. Geht mir genauso. Haben Sie die Karte von Ponce de Leon mitgebracht? Mir würde es gar nicht gefallen, wenn sie denen in die Hände fällt. Eine Kopie. Zum Glück habe ich es geschafft, sie einzustecken. Ich bin sehr neugierig darauf. Hier. Oh, ich kann keine Koordinaten erkennen. Fatima hat mir erzählt, dass sich der zweite Teil der Karte, der mit den Koordinaten, irgendwo in Gibraltar befindet. Ja, das ist unser Ziel. Wo wir gerade über die arme Fatima reden, sind Sie an dem Krug ohne Ausgießer interessiert? Woher haben Sie den? Ja. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Mitgenommen? Sie haben nichts dafür bezahlt? Ich konnte nichts anderes mehr tun. Sie haben den Krug in Venedig erwähnt. Fatima hatte ernsthafte Zweifel. Hatte sie vor Ihnen Angst? Wenn man in einer Zwickmühle steckt, ist jeder ein Feind. Komisch, komisch. Fatima hatte vor Ihnen, den Saint-Germain, Angst anscheinend. Grund. Graf, müssen Sie wissen, warum? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Aber Sie, im Gegensatz dazu, töten, um Ihre Leben zu behalten. Das ist schwer zu glauben, Graf. Kennen Sie sie? Ich versuche, mich daran zu erinnern, wen ich so sehr verletzt habe. Wen? Ich versuche, mich zu erinnern. Aber alles, was ich sehe, sind altertümlich gekleidete Leute, die in Palästen herumspazieren. Ein Maskenball? Wer sind diese Leute? Rakoczy, Prinz von Transsilvanien. Oder Horace Walpole, mit dem ich über meine Haft gesprochen habe. Walpole? Walpole, der Schriftsteller? Ich kann Jean-Jacques Rousseau sehen. Katharina die Große. Nein, lassen Sie uns von etwas anderem reden. Ein bisschen merkwürdig ist das ja schon, warum er sich an Leute erinnert, die schon lange tot sind. Also, das ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, wie jetzt, aktuell hier in diesem Spiel. Wir sprechen über Fatimas Tod. Gibt es jetzt etwas Wichtigeres, als die Antwort zu finden, warum Fatima sterben musste? Vielleicht. Ich frage mich, was die Bilder in meinem Kopf bedeuten. Sie sind so lebendig, so detailliert. Als hätte ich vor 200 Jahren dort gelebt. Könnten die vergangenen Ereignisse den Tod dieser Frau verursacht haben? Das können nur Sie wissen, Graf. Mein Kopf zerspringt. Die Schmerzen werden schlimmer. Sind Sie seekrank? Das ist keine Seekrankheit. Etwas in mir drin versucht, an die Oberfläche zu gelangen, sich zu offenbaren. Es zehrt an mir. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne eine Tasse Tee. Ich werde mich hinlegen. Okay. Belassen wir es dabei. Ja,
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Das denke ich auch. Also, dieser Graf hier ist wirklich ein wenig eigenartig. Er hat zugegeben, den Krug genommen zu haben. Könnte er der Killer sein? Was war denn vorher? Er hat Marcel kontaktiert, aber es nicht geschafft, die Kiste zu kriegen. Und der Gondoliere? Vielleicht hat er ein doppeltes Spiel gespielt. Und der Graf konnte das Chronometer nur wiederbekommen, indem er ihn umgebracht hat. Der Graf umkreist seine Beute auf der Suche nach wertvollen Artefakten. Und wenn er sicher ist, stiehlt er sie ohne Rücksicht auf die Opfer. Er will diese Kiste. Und das ist der Grund, warum ich immer noch am Leben bin. Deswegen führt er mich immer noch in die Irre. Ich sitze jetzt in der Falle. Es gibt kein Entkommen. Ich sollte diesen Mann einsperren. Es gibt kein Entkommen, sagt Sylvie, und sie vertraut dem Saint-Germain auch überhaupt kein Stück über den Weg. Gut. Ich denke mal, Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, und bevor wir uns jetzt hier auf diesem Schiff oder dieser Yacht umschauen, machen wir ein kurzes Päuschen und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Oder ich hoffe zumindest, dass es nicht wieder so lange dauert wie beim letzten Mal jetzt. Na, aber ich denke, mein Computer, der wird durchhalten. Der ist jetzt niegelnagelneu. Jetzt kann ich wieder, naja, täglich würde ich nicht sagen, aber öfters uploaden. So, genug geredet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen, eure Aschna. Tschüss.